John Gavin war ein US-amerikanischer Schauspieler und ein Diplomat. 1931 bis 2018. John Gavin, geboren ist er am 8. April 1931 in Los Angeles, Kalifornien, als John Anthony Golino gestorben ist er am 9. Februar 2018 in Beverly Hills, Kalifornien. In Beverly Hills, Kalifornien ist er gestorben am 9. Februar 2018. Er war ein US-amerikanischer Schauspieler, der unter anderem auch als Präsident der Schauspielergewerkschaft sowie als Botschafterin in Mexiko fungierte. John Gavin, zweiter von links, mit Nancy Reagan im September 1985, also vor 39 Jahren, nach dem Erdbeben in Mexiko-Stadt. Diplomatische Laufbahn und späteres Leben. Im Jahr 1981 schlug sein Schauspielkollege im Jahr 1981 und Vorgänger als Präsident der Schauspielergewerkschaft Ronald Reagan Gavin für das Amt des Botschafters in Mexiko vor. Dazu prädestinierten Gavin vor allem seine ausgezeichneten Sprachkenntnisse. Seine Mutter war mexikanischer Abstammung und hatte ihn zweisprachig erzogen. Von Juni 1989 bis Juni 1986 nahm er natürlich dieses Amt wahr. Seit dem Jahr 1986 war er natürlich auch unter anderem als ein Geschäftsmann in der freien Wirtschaft tätig. Seit dem Jahr 1974 war Gavin in zweiter Ehe mit der Schauspielkollegin Constanze Towers verheiratet. Das Paar hatte insgesamt zwei gemeinsame Kinder sowie zwei Kinder aus Towers erster Ehe. John Gavin, der zuletzt unter Leukämie gelitten hatte, starb im Februar 2018 vor sechs Jahren mit guten 86 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Hollywood. Im Anschluss an seine Militärzeit ging John Gavin nach Hollywood, wo er im Jahr 1956 neben Roy Calhoun im Western How Edge sein Debüt als Filmschauspieler abgab. Der Schauspieler entsprach dem gängigen Schönheitsideal der damaligen Zeit. Groß, dunkler, sehr kräftiges Kinnpartion verkörperte daher meist die hartnäckige, aufrechte Charaktere. Seinen Durchbruch erreichte er im Jahr 1958 neben Lieselotte Pulver in Douglas Sirks Kriegsdrama Zeit zu leben und Zeit zu sterben. Für diesen Auftritt als deutscher Soldat erhielt er den Golden Globe Award als bester Nachwuchsdarsteller. Ein Jahr später spielte Gavin auch die männliche Hauptrolle in Sirks letztem Film, dem Gesellschaftsdrama Solange es Menschen gibt, mit Lana Turner. Sein Filmstudio Universal plante Gavin als Nachfolger
von Hot Hudson aufzubauen. Allerdings gelang es Darren nie, die Popularität von Hudson zu erreichen. Im Jahr 1960 verkörperte Darren in Alfred Hitchcocks feiner Klassiker Psycho die Rolle des Sam Loomis, dessen Geliebte vom Hotelbesitzer Norman Bates ermordet wird. Regisseur Alfred Hitchcock, wie auch viele Filmkritiker, empfand Darren als eher hölzernen Schauspieler und verpasste ihm deshalb den Spitznamen der Steife. Ebenfalls im Jahr 1960 verkörperte er in Stanley Kubricks Monumentalfilm Spartacus den römischen Feldherrn Julius Caesar. Er spielte außerdem neben Doris Day im Teller Mitternachtsspitzen aus dem Jahr 1960 und in Peter Ustinovs Komödie Romanov und Julian aus dem Jahr 1961. Auf der Suche nach besseren Rollen, verließ er sein Filmstudio Universal Filmstudio verließ er im Jahr 1962 doch als ein freier Schauspieler und bekam er kaum noch Filmangebote, die gut genug für ihn waren. Auch seine Rückkehr zu Universal brauchte seiner Karriere keinen erneuten Aufschwung. Da Darren weder als zu kräftiger Star noch als ausdrucksstarker Darsteller galt, konnte er sich in Hollywood natürlich nie durchsetzen. Ab Mitte der 1960er Jahre arbeitete er vor allem als Fernsehdarsteller. Im Jahr 1971 erhielt Darren in der Nachfolge von George Lazenby einen Vertrag als James Bond für die Filmproduktion Diamantenfieber. Im Jahr 1971, nachdem Sean Connery jedoch seine Bereitschaft zur Rückkehr als Bond signalisiert hatte, wurde der bereits unterschriebene Vertrag mit Darren wieder gelöst. Als Entschädigungssumme erhielt Darren dennoch 50.000 US-Dollar. Ebenfalls im Jahr 1971 wurde Darren zum Präsidenten der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild gewählt. Das Amt begleitete er bis zum Jahr 1973. Danach versuchte er sich als Theaterschauspieler am Broadway Cecil 1973. Seine letzte Schauspielrolle hatte er im Jahr 1981 in der Fernsehserie Fantasy Island. So. Und nun kommen wir zu seinem Leben. John Darren wurde als Sohn von Harold Polinor und dessen mexikanischer Ehefrau Delia Diana Pablos geboren. Er begann zunächst ein Studium der lateinamerikanischen Wirtschaftsgeschichte an der Stanford University, das er mit dem Bachelor of Arts abschloss. Anschließend leistete er einen vierjährigen Militärdienst als Aufklärungsoffizier in der US Navy von 1952 bis 1955. So. Und dann hat er noch ziemlich viele Filme gedreht. So wie es aussieht.
So wie es aussieht, hat er noch ziemlich viele Filme gemacht. John Gavin ist mit 86 Jahren tot. Der Psychodarsteller